Dann erlaube dir, einen bewussten Atemzug zu nehmen, um dir gewahr zu sein, dass du in diesem Moment in der Verbundenheit mit uns, der geistigen Welt und Gabriel bist. Und dass wir dir danken möchten für die Frequenz der letzten Zeiten, Monate und Jahre. Und dass wir dich bitten möchten, anzuerkennen und anzunehmen, dass so vieles von dem, was du erlebt hast, einer Einweihung galt, einer Vorinformation dessen, wo du dich hinbewegst, wo deine Seele dich haben möchte. Und dass es in diesem neuen Monat darum geht, das Altverbrannte neu zu beleben und es wie den Phönix aus der Asche zu gebären, dass es darum geht, dass dieser Monat Januar ein Übergangsmonat ist, wo es darum geht, Übertritte zu tätigen und vom Feuer in diese erneute Feuerkraft einzudringen, jedoch das darunterliegende Wasser die Intensität des Feuers schmälert und das Feuer statt einer Kraft eine Sanftheit bekommt, die die ersten 7 Tage des neuen Jahres sichtbar werden lassen und dass aus dieser Sichtbarkeit auch die Gelassenheit eintritt, diese Überreste der verkohlten Energie zu wandeln. Einerseits geht es darum, dir bewusst zu werden, was du zurücklassen möchtest. Doch andererseits geht es dieses Monat auch darum, vor allem das erste Quartal, dieses Verkohlte nicht negativ zu bewerten oder froh zu sein, es endlich losgeworden zu sein, sondern darin die Erkenntnisse herauslesen und sehen zu können, die diesem Alten gewidmet werden mögen, sodass wir dir ein Stück Lebenskohle mitgeben möchten in diesen Übergang, dass dieser Übergang dann eine Schrift, eine Symbolik erfährt und dieses Kohlestück wieder zu brennen beginnt, doch in einer gewandelten Sanftheit, die darin verborgen geblieben ist. Das ist dieses Wachwerden dieses neuen Monates, dass es um eine neue Entsorgung Methode geht, die dir versichert, dass alles, was du erlebt hast, wieder brauchbar gemacht wird und das nachhaltig und recycelt in deiner Sprache bedeutet und du in die Verwertung all deiner Erfahrungen gehst und das Grundprinzip Lebens deutlich
zu erkennen beginnst. Und um den 20. dieses Monates beginnt dieses ganz stark zu werden. Um diese Kraft, die sich daraus und dadurch entwickelt, beginnt auch der Lebensrhythmus sich so zu gestalten, dass er aus dieser Schwärze, aus diesem, wo du glaubtest, dass bereits dieses Leben entnommen wurde, wieder Leben entsteht. Es geht um die Wiederbelebung deiner Erfahrungen, wo du den Schmerz und das Leid herausgenommen hast, indem du es wandeln konntest, das bereits geschehen ist und es jetzt darum geht, dass du dieses Grundprinzip in dein Bewusstsein legst und darüber und dementsprechend diese neue Anwendungsweise, die wir dir vorhin beschrieben haben, zu nutzen beginnt und daraus und dadurch entstehen Informationen, die dir kundgeben und die dich als Schöpfer durch dein eigenes Alltag Erlebnis durch deine Alltagsgassen schreiten lassen. Du gehst in deiner Schöpferkraft durch dieses Monat. Bis zum 20. wirst du geübt sein, dieses in ein bewusstes Verständnis gebracht zu haben. Und danach entsteht eine unsagbar große Qualität, die du persönlich in dein Leben stellst. Da du ein Pionier bist, ist es an der Zeit zu erkennen, dass du immer vorausgehen musst. Dass du etwas entdeckt und gelehrt bekommst, um es dann so lange zu üben, bis du es beherrschst und an andere weiterreichen beginnst. Als Pionier gehst du den Weg der Einzelkämpferin, des Einzelkämpfers, mit einer Thematik, einem Werkzeug, einer Erkenntnis, einer Aufgabe, einer Expertise, bis sie vollständig von dir erprobt wurde und sie lebenstauglich gemacht werden konnte, um sie dann wieder zu teilen. Als Pionier stehst und lebst und gehst du in der Mitte aller Menschen und dort beginnst du für dich zu sehen, dass du ein Teil von allem bist und in dieser Annahme auch alles andere Teile von dir werden lässt. In dieser Kraft eines Pionieres erlebst du die geistige Welt hautnah. Du wirst zu einer eigenen Lebensforscherin, einem eigenen Lebensforscher, der bereit ist, über Grenzen zu schreiten, der bereit ist, sich der Disziplin anzunehmen und der bereit ist, seinen Weg
ohne Kompromisse weiterzugehen, der bereit ist, das Leben dementsprechend eines Pioniers zu gestalten und sich nicht dann aufzugeben, wenn es unangenehm wird. Denn ein Pionier, liebe Schwester und liebe Bruder, stellt sich nicht die Frage, ob es bequem oder unbequem ist. Es geht diesen Weg, ohne ihn zu bewerten, ohne sich selbst dabei in Frage zu stellen, weil eine innere Instanz lauter geworden ist, die besagt, die das hörbar macht, die das sichtbar macht, was du in Wahrheit bist. Und diese Stimme eines Pioniers ist das Echo der Göttlichkeit. Und das Echo der Göttlichkeit lässt das erklingen, was im Wohlbefinden fernab des Egos, fernab der eigenen persönlichen Bedürfnisse für die gesamte Menschheit von so großer Bedeutung ist. Und deshalb, liebe Schwester, lichter Bruder, möchten wir dir danken. Danken für das, dass du ein Pionier der neuen Zeit bist, dass du dich dem hingibst, was ist, und über all die Schwellen der persönlichen Bedürfnisse gehst, über all die Hindernisse, über all die Rückfälle, über all die Schwächen, und weißt, die Stimme eines Pioniers ist das Echo der Göttlichkeit. Und somit bist du selbst ein Phönix, der aus der Asche in die Heiligkeit sich wandelt. Du hast verstanden, dass die Kohlen der alten Vergangenheiten, dass die Botschaften der geistigen Welten dich informieren, um dein Bewusstsein zu schulen, um dir bewusst zu werden, wie wichtig du bist, wie bedeutsam du bist. Und der Lohn wird so reichlich ausfallen, weil die Stimmen der Fremdbestimmungen leiser werden und die Stimme deiner wahren Seele durch das Gehen eines Pionierweges immer lauter werden. Und darüber bist du eine Herrscherin, ein Herrscher der Kohlen der alten Erfahrungen in ein neues Feuer wandeln. Neu zu brennen beginnt, das aus Verbrennungen Sanftheitsflammen entstehen. Das ist die Botschaft dieses Monats. Das ist die Dankbarkeit, die wir ausdrücken, wenn wir dich, lichte Schwester, lichter Bruder, beschreiben. Das ist der Weg, den du gehst. Das ist der Weg, der in dir liegt. Das ist deine Mission. Und so verneigen wir uns vor dir und lassen dich von den Feuerdevas, den Feuerelfen, den Drachenwesen beglücken und befruchten, sodass der Same deines Pioniers weiter keimt und sich vermehrt. Und du weißt, dass du dich selbst ausgebrütet hast, dass du dich selbst weiter ausbrüten wirst, weil das deine Bestimmung ist, weil du durchs Feuer gehst, auch wenn es heiß wird, weil du Kohlen erwächst, auch wenn sie schmerzhaft waren, weil du deiner Seele und der Göttlichkeit immer näher kommst. Und das überträgt sich auf das neue Jahr, auf das neue Monat. Das überträgt sich auf die Pflicht deiner Bestimmung. So wisse,
wie unendlich vollkommen du bist, wie dankbar dir Vater, Mutter, Gott ist, dass du diesen Weg gehst, dass du all die Qualen mit aufnimmst, doch am Ende der Freiheit belohnt wirst. Und somit, liebe Schwester, lieber Bruder, feiere dein Gewahrsein, feiere deine Mission, feiere diesen Weg des Neubeginns. Dies ist alles, was es im Moment zu tun gilt. Wirf das Alte nicht weg, recycle es, denn da sind so wertvolle Botschaften enthalten, die dich auszeichnen. Und somit bade im Licht des Monates Januar, ein Übergangsmonat, der sich noch nicht ganz definiert hat, doch der ab dem 20. eine Fahrt auf sich nimmt, wo dir eine Bewusstseinserweiterung eingepflanzt wird. Und wo du aus dieser Kraft mit Uriel weitergehst. Dieser Monat wird von Uriel, allen Feuerwesen und den Drachen eingeläutet. Und du gehst auf flammenden Wegen, ohne dich zu verbrennen, weil du recycelst. Und alles in Sanftheit wandelst, dass du einen Feuerweg gehst, der dich wärmt, der dir immer dieses Gefühl, begleitet und geleitet zu werden, übermittelt, der dich ermutigt und stärkt, den Weg eines Pioniers zu gestalten. Ihn mit all deiner Disziplin zu wahren, weil dich das Gott am nächsten sein lässt, weil dich das der Liebe der Göttin am nächsten sein lässt, weil dich das deiner Seele am nächsten sein lässt und du das verkörperst, was dein wahres Gesicht, deine wahre Ausstrahlung ohne Dekoration ist. Einfach nur das wahre, reine Bewusstsein. Das wahre, reine Bewusstwerden. Und so sei gesegnet im Lichte des Lebens, im Lichte des Neuen, im Lichte der Dankbarkeit, auf jetzt und alle Zeiten. Wir sind Gabriel und verneigen uns vor all deinen Wegen, segnen deine Basis, deine Füße, deine energetischen Verbrennungen und führen sie in die Obhut deines geistigen Bewusstseins, damit dir weiters bewusst wird, was es bedeutet, du zu sein, was es bedeutet, ein Pionier zu sein. Empfange den Segen in all deinen Energiezentren. Empfange die Liebe, die dir zugetan wird. Und empfange die Weisheit, dessen Botschaften, die dich voraus sein lassen, um sie dann eines Tages
verstehen zu können. Sei gesegnet im Namen des Lebens, jetzt und alle Zeit.